Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mirror's Edge Let's Play von Heidel. Wir sind bei Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Roadburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Roadburn wirklich was mit dem Modern Folk und dem Komplott gegen Kane zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Also wir müssen jetzt wohl zu Roadburn und der müsste hinten irgendwo, genau, der sollte da hinten irgendwo sein, da wo das Schild sich da gerade dreht. Und wir springen jetzt erstmal hui, über die Dächer drüber und dann müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo lang, genau. Hep. Und da können wir es von hier oben aus bringen. Moment, ein bisschen justieren und los. Das war ich ja schon wieder. Das hört sich immer so an, als ob das total knapp wäre, total aufwendig, aber. Hopp, kommen wir jetzt hier irgendwie hoch? Nein, natürlich nicht. Ach, Moment, ich kenne ja eine Möglichkeit, wie wir hier hochkommen, und zwar. Und hepp. Genau, genau so geht das, und jetzt habe ich es gar nicht gesehen, aber gut, dass das ging. Und dann gucken wir jetzt hier. Hier kommen wir. Vielleicht theoretisch lang. Oh, unten steht ein Auto. Nein, ein fettes Auto. Sieht ein bisschen älter aus, das grüne Auto da unten. Aber was soll's. Uns kümmert ja gerade was anderes. Und zwar Roadburn. Und wir gehen jetzt gerade mal wieder da drüben hin. Hep. Ach, das war knapp. So. Hep. Man kann das ja mal unkonventionell machen. So, das haben wir sogar auch noch hinkriegt. Moment, ganz kurz. So, jetzt geht's weiter. Geht's hier hoch und dann wieder hier entlang und dann da drauf und dann hier rechts. Ja, genau. Boah, das war ja gut, dass das geklappt hat. Habe ich ja nicht erwartet, muss ich sagen. Dass es hier jetzt gerade so flüssig geht, habe ich wirklich erwartet. Jetzt mal gucken, wo es hier lang geht. So, jetzt hier gerade mal, ich soll da hinten irgendwo hin, aber ich, ach, da oben vielleicht aufs Dach drauf. Das kann natürlich sein und, das geht auch. So, Moment, jetzt. Jetzt geht's wieder und dann, hier so. Hep! Und wieder mit dem Sprungtritt die aufgebasht. So, und hier haben wir jetzt, glaube ich, aufgehört. Genau. Und da wieder mit Sprung, Kuh, Sprung. Und dann hier ist runter. Und dann. Ja, kommt hier durch, genau. Oh, da müssen wir uns wahrscheinlich unten abrollen. Und. Hep! Gegen die Wand, voll mit dem Kopf geditscht. Yeah. Oh, eine Tasche. 1 von 3 in diesem Level. Das ist wohl auch die einzige Tasche, die wir hier finden werden. Jetzt geht's. Oh, Radio. Ja, aber ich habe kein Radio dabei. Deshalb kann ich euch nicht folgen. Leider. Aber hier, die Face ist ja sowieso gegen Medien. Es soll ja alles Propaganda sein. Ah, jetzt sind wir wieder bei den Servern. Und dann hier, das können wir nicht auftreten. Ach, da oben geht's lang. Komm, kommen wir jetzt hier irgendwie, es geht sowieso so lang, also kommt so jetzt hoch. Und ja, da kommt es tatsächlich hoch. Das finde ich ja ganz gut. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal weiter. Und mal gucken, da, genau, können wir gerade weiter. Dann geht's wieder nach unten. Ein bisschen Abwechslung muss ja schon rein. Und da. Au. Oh. Das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich den
Roadburn, was planst du wohl? Stöhnt sie 2 Sekunden, nachdem es aufgekommen ist. Ist sehr realistisch. Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich tut. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Los jetzt, ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo den Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Eine 9mm Pistole. Ein gutes Kaliber kann ich jetzt nicht so. Einwandfrei feststellen, aber was soll's. So, jetzt sieht man auch, wieso ich das gemacht habe. Pam! Jetzt habe ich aber gar nicht. Okay, die müssen doch da irgendwie lang. Und so, genau. So klappt das. Au, er schießt doch nicht auf mich. Was soll das denn? Ich hab doch gar nichts gemacht hier. Verdammt. Ah, jetzt kommen wir hier hoch. Noch mehr Kopf. Pam! Und. Oh, Scheiße! Ah, verdammt! Ah! Scheiße! Ah! Ja, das war jetzt blöd. Oh! Jetzt habe ich die Glasscheibe vergessen. Hui! Hui! Jetzt müssen wir da lang. Und da irgendwie dann hoch oder so. Ich gehe jetzt mal über die Brücke hier. Hui! Und dann, genau, durch die rote Tür. Das ist immer ein guter Weg. Und dann. Okay, dann gehen wir hier jetzt lang. Ach, ich glaube, das haben wir sogar letztes noch gespielt. Oh, oh, schnell ausweichen. Au! Nicht in den Rücken schießen, ist unehrenhaft, das weiß man doch. Oh, aha, Blendgranate. Schnell weiter. Oh, da können wir springen. Wuhu. Haha, das könnt ihr nicht, ihr Idioten. Ah, jetzt komme ich auch runter. Und durch die Tür. Und wir sind im grünen Bereich. Das heißt, Frieden. Hoffentlich. Aufzug. Zack. Oh. Ah, das ist jetzt blöd. Jetzt gehe ich schon auf. Ich habe keine Zeit. Ah, jetzt geht's auf und jetzt können wir hier dran springen. Zack. So, ich weiß jetzt allerdings nicht wohin. Sieht so aus, als ob wir runter müssen. Und zwar dann, hier vielleicht raus. Nein? Genau. So. Und jetzt, wo geht's jetzt lang? Ah! Hallo Mausi! Und jetzt hier durch. Und hinten auch schon wieder so ein Baukran. Da sind sogar 2 Kräne. Und da sollen wir jetzt auch hinlaufen. Ah, das machen wir doch glatt. Sowas lassen wir uns nicht entgehen. Oh, ein Helikopter. Gegen den können wir nichts ausrichten. Es sei denn, wir haben eine Flak und wir haben keinen Flak dabei. Und das heißt, wir müssen rennen. Wir sind ja Jumper, also können wir das ganz gut. Das ist unser Glück. Hep. So geht das übrigens auch. So, jetzt schnell weiter. Immer schön über die Dächer drüber, da haben wir auch volle Deckung, das ist gut. Jetzt komme ich hier schnell raus. Weiß gar nicht warum. Achso, deshalb. Jetzt hier entlang und dann. So, nett. Jetzt wieder hier drüber springen und. Jetzt da irgendwie entlang und genau. Abrollen und dann kennst du jetzt wieder hier drüber und. Juhu, wir können wieder kämpfen, schön. Jetzt können wir es denen wenigstens heimzahlen, kriegen wir auch ein paar Kohlen.
das war ein Reflex hier. Und jetzt richtig schön ins Gesicht. So, und jetzt Headshots verteilen. Ach, da ist noch einer. Will noch jemand ein paar? Ich kann noch, ich habe noch ein paar übrig, ein paar Kugeln habe ich noch. Will wohl niemand mehr, schade. Oh, jetzt gehen wir hier hoch und jetzt wieder da lang und dann hoch. Mit dem Blick aus dem, mit diesen Grafikoptionen ziemlich eckig wirkenden Hochhaus. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich so eckig ist. Aber na gut. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier gibt es hier so eine... Ah, genau. So sieht die Tasche aus, wenn wir sie nicht aufsammeln. Und so sieht es aufgesammelt aus. Und wir haben tatsächlich 2 von 3 gefunden. Das ist schon jede Menge, vergleichsweise für meine Verhältnisse. Ich muss irgendwie da lang. Der Pfeil sagt mir was anderes. Na, dann haben wir ja keine andere Wahl. Roof Access. Okay, also Rufausgang wollen wir ja nicht raus. Deshalb gehen wir mal hier hin im Gegensatz zur Richtung. Und hier steht wieder was mit The New Street to Children Running. Also, ah, 5 signs someone you might know might be a runner. Also, Running ist schlecht und für Eltern so ein paar Ratschläge. Wie kannst du erkennen, dass dein Kind ein Runner ist? Ich würde mir sagen, es läuft, oder? Tatsächlich sehen aber so Sachen da wie schmutzige Kleidung, aufgeschürfte Haut oder sowas, glaube ich, gelesen zu haben. Und jetzt mal hier so ein Slidekick. Und da scheint schon wieder irgendwie Action, Musik und da scheint jetzt wieder irgendwo ein Gegner zu sein. Ich sehe allerdings noch keinen. Da kommt aber bestimmt noch, garantiert, sonst wäre ja nicht die Musik da. Was für eine Spannung. Ui. Sehr schnell hier drüber und dann oh mein Gott, ein Zaun. Das kostet uns eine Sekunde. Ah, jetzt können wir hier rüber springen und hepp. Ach, Scheiße. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Oh nein, das wollte ich auch gar nicht. Ach, tatsächlich, Cops. Und ich höre schon wieder den Helikopter. Oh, 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 schnell weg hier. Oh, das ist schlecht mit dem Helikopter im Nacken. Oh, 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 schnell, schnell runter. Zum Glück hat sie, hat die Face hier ja diese Skills drauf. Oh, das ist ja ein glücklicher Sprung. Was denkst du, mache ich denn gerade hier? Du siehst doch, dass ich nach oben gehe, du beobachtest mich doch. Mann, 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 Mann. So, hier lang? Nein, hier lang? Hier, ich weiß gar nicht. Okay, doch, ja. Sieht gut aus. Hinten ist nämlich was Rotes, das sieht gut aus. Rot ist in diesem Spiel immer gut. Dann wissen wir, wo wir lang müssen. Und hier können wir runtersliden. Oh, oh, oh. Bam. Ach, schade, jetzt wollte ich den hier. Na gut, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal hier aufgenommen habe. Ansonsten müsste ich ja da unten irgendwo landen. Wir treffen die sowieso nicht. Die Streuung ist doch zu groß. Aber das hilft uns jetzt auch gerade nicht weiter, deshalb. Ach so, ja, wir müssen hier hoch. Der Helikopter wurde zurückgepfiffen. Aber nicht so lange, fürchte ich. Ja. Stimmt, der Antennas zählt gerade wirklich von uns. Oh, oh, oh. Hallo. Und ins Gesicht. So, und jetzt kommen wir erstmal hier hoch. Nein, kommen wir nicht. Na gut, hier rüber geht's auch, denke ich mal. Und da können wir das auch machen. So, und jetzt. Genau, schön. Jetzt hier lang, glaube ich, und dann irgendwann dann, Moment, Moment, ich suche jetzt gerade noch, ach, da. Na gut. Ja, hätte ich auch früher drauf kommen können, tatsächlich, aber bin ich halt nicht.